So, wenn Tor jetzt vorschnell runterkommt. Da ist er ja. Dir bist zu sehr Spaß gemacht. Ich werde dich warte und sich bergeweise Leichen auf. Die Farbe vermischte sich unten. Großartig. Hilfst du mir hier unten? Hätte nicht gedacht, dass du nach all den Prüfungen meine Hilfe brauchst. Oder hast du bloß deinem Vater zugesehen? Ah, komm, sei nicht so traurig. Warum dauert das so lang? Du lässt mich ja alleine kämpfen. Na ja, gut, Ingrid ist noch dabei, aber ob man sie jetzt dazu zählt oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Du glaubst nicht, welche Massen ich von diesen Dingern erledigt habe. Einfach wundervoll. Es ist schön, dass du viele. Sie würde sich zumindest besser schlagen als du. Mann. Oh Gott, da ist noch ein großer. Ingrid, Angriff. Ja, komm. Wir müssen ein bisschen mehr Schaden machen. Ingrid, in den Händen. So, schön. Wie viele sollen hier noch kommen? Au. Ich brenne. Tor. Danke. Das hättest du jederzeit tun können. Du schienst mir doch ganz gut klar zu kommen. Ich habe dir vertraut. So ein Arsch. Und wohin jetzt? Wir müssen wohl durch dieses Tor. Ach ja. Ich musste ja was machen, während du gekämpft hast. Sieh trotzdem nochmal nach. Sicher. Durch das Tor, wie ich sagte. Tor? Okay. Beeindruckend. Wie ein echter Gott. Du bist ein Gott. Verdammt richtig. Oh, ich auch. Verdammt falsch. Hier ist es. Das ist die Stelle. Und wo ist es? In der Lava? Ich weiß nicht. Oh! Yep. Oh! Nein! Heiß. Au. Ah, verdammt! Kleiner Tipp. Nicht in die Lava greifen. Lava zu stecken fühlt sich nie besonders gut an. Das ist so ein Arsch, ey. Das ist auch besser. Na gut, verschwinden wir. Oh. Versuch nicht nochmal mich reinzulegen. Du bist ganz in Ordnung, aber trotzdem ein Riese. Und ich werde auch dich mit Freuden töten. Nee, lass mal nicht. Ich schick meinen Vater vor. Loki. Der Riss wurde heller. Sieh, das ist es. Hier, einer dieser Sätze ist vollständig. Man kann alles lesen. Kannst du es übersetzen? Noch nicht. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, wenn wir den Rest davon finden, können wir damit da reinschauen. Ohne, naja, ein Auge zu verlieren oder so. Wir sind ein gutes Team. Oder? Oder? Wir sind ein echt gutes Team. So wie du und Baldur. Ey. Habt ihr euch auch vertragen? Thor war wirklich toll. Ich habe viel gelernt. Du hast was von ihm gelernt? Tatsächlich. Na schön. Was hast du ihn gelehrt? Gar nichts. Was könnte ich ihm schon beibringen? Ach komm, Thor. Ganz genau. Ach komm. Ah, ich hatte mich schon gefragt, wo das ist. Eigentlich hatte ich es schon geahnt. Sinneswandel? Ich bin nicht sicher, warum ich nach Asgard kam. Aber jetzt ist mir klar, ich bin kein Spion. Du musst wissen, dass du mir trauen kannst. Und wenn ich dir helfe, das zu Ende zu bringen, muss ich dir vertrauen. Vertrauen ist Arbeit, verstehe. Nimm das, kriege den Rest raus. Sofern du bleibst, meine ich. Ach. Sagst du mir, was du da drin wirklich suchst?
übersetze das hier. Und ich erzähle dir alles. Und darauf, junger Mann, kannst du vertrauen. Cool. Wo geht's als nächstes hin? Also. Ich darf hier nicht reingucken, ne? Immer so hart zu Tor. Sieht aus, als wärst du irgendwie böse auf ihn. Jetzt werden wir aber langsam persönlich. Nein, ich verstehe das. Aber so ist das gar nicht. Es ist... kompliziert. Also, um ehrlich zu sein, ist das die einzige Sprache, die er versteht. Ich mein's ernst. Versuch mal nett zu ihm zu sein und schau, wie weit dich das bringt. Wo er recht hat. Thor ist ein Arsch. Kommt aber wahrscheinlich daraus, dass er... in der Bibliothek. Ganz normal. Ja, gibt's auch im Midgard, ne? Ja, aber, ne? Wenn man von einem Vater so behandelt wird, wird man auch wahrscheinlich später dann auch noch ein Arsch. Also ist immer noch deine Schuld, Odin. Ich bin zwar hier, um zu helfen, aber ich kann immer noch meine Meinung sagen. Ob du willst und nicht. Wieso fliegt da eigentlich ein Stein rum? Hab ich was gesehen? Zwei Sachen sogar. Müssen ja auch wieder das Hack nach Hause bringen. Wenn wir Odin verraten, müssen wir uns genug Hack zusammensparen. Gut, komm mit, Odin. Nur nicht zu lange über die schwebenden Felsen nachdenken. Und weg so. Jetzt können wir nachgucken. Oh, jetzt sind wir im Arbeitszimmer, ne? Weil jetzt können wir ja, jetzt können wir auch hier erfahren, was hier Dings wollte. Wartet sie eigentlich immer noch? Natürlich nicht. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Na, der ist Baldur. Baldur, sag ich schon. Heimdall. Alle Runfalle sofort aufgefüllt. Nur kurze Zeit verstärkt. Einsatz einer Runbeschwörung. Ja, cool. Müssen wir hin. Irgendwie rechts von mir. Hoch und rechts. Hier lang. Irgendwie? Zu einem Teil? Willst du jetzt etwa Freundschaften schließen? Ja. Naja, ich habe bloß dem Allvater geholfen. Macht uns das nicht zu Verbündeten? Ja, solange du nicht irgendwelche verräterischen... Das wäre aber ein äußerst umständlicher Weg. Du weißt gar nicht wirklich, was du hier überhaupt noch machst. Manchmal beneide ich den Allvater. Weil... Er sieht immer das Beste in allem. Ich hingegen sehe nur, wie sie wirklich sind. Niemand sagt jemals, was er meint. Manche belügen die Welt, andere belügen sich selbst und wissen es nicht einmal. Und dann gibt es dich. Du weißt gar nicht, was du willst. Du weißt nicht einmal, wer du bist. Aber ich hoffe, dass du Folgendes weißt. Ich werde dich beobachten. Ach, deswegen fühle ich mich die ganze Zeit beobachtet. Tor vergiften? Das wäre aber ein äußerst umständlicher Weg, Selbstmord zu begehen. Irgendwas ist anders an dem Med. Nein, ist es nicht. Vergiftet, vergiftet, sag ich nur. Aber hier kann ich auch nichts weitermachen. Wo muss ich hin? Hey, ah, natürlich. Du bist zurück. Gut. Wie war's? Hat sich Vater benommen? Ja, ich meine, besser als ich erwartet hätte, glaube ich. Das Schwert aus Großvaters Arbeitszimmer? Oh ja, ihr Name ist Ingrid. Hallo Ingrid. Wow, der Allvater muss dir wirklich vertrauen. Zum Glück hast du deinen ersten Tag überlebt. Ja, sehe ich auch so. Morgen reden wir über Walküren. Auf jeden Fall. Nice, Alter, Walküren. Mega. So, wo ist Thors Zimmer?
Gar nicht. Hier kann ich kann nicht lauschen. Dachtest du, das wäre ich? Naja, es ist ein ziemlich gutes Schwert. Ich rege mich nicht auf. Ich bin besorgt. Du weißt, dass ich etwas anderes für sie will. Du willst nicht, dass sie ein Schwert hat? Es geht nicht darum, ein Schwert zu besitzen. Es geht darum, wofür sie es benutzt. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, tue ich. Und das wünsche ich ihr auch nicht, verstanden? Mach dir keine Sorgen. Sie ist sehr klug. Klüger als ihr Vater. Naja. Wenn du recht hast, hast du recht. Hört man auf einmal nur Atreus von draußen lachen. Okay. Hört man nur Atreus so von draußen lachen, aber also, so laut, dass man es drin hört. Das war ein komischer Tag. Ja, genau.